So, guten Morgen und Prost. Konstanze muss noch mal schnell einen Schluck Wasser trinken, bevor wir hier lange quatschen. Konstanze, du hast spontan jetzt noch zugesagt, beim Souvent mitzumachen. Vielen, vielen Dank dafür. Ich weiß, du hast gerade einiges um die Ohren. Trotzdem hast du gesagt, nee, ich mache das und ich finde das einfach mega cool, denn genau dein Expertenwissen haben wir noch gebraucht in unserer Runde. Du bist nämlich Profi für Stoffkunde unter anderem, aber du bist mir ja als heißer Tipp von Elke vermittelt worden, die in höchsten Tönen von dir geschwärmt hat und dich ganz doll gelobt hat, dass du bei ihren Workshops auch schon mit dabei warst und so. Und das ist natürlich mega, dass wir dich jetzt hier mit in der Crew haben und du unseren Suven-Kundinnen da auch noch einiges an Wissen vermitteln kannst. Toll, freut mich. Ja, ich mich auch. Also wirklich, ich freue mich wirklich sehr. Du hast wahrscheinlich mitgekriegt, als wir telefoniert haben, dass ich wirklich, wirklich gerne wollte, dass du mit dabei bist, weil ich finde das einfach mega wichtig und sehe es ja auch immer wieder in unseren Gruppen mit genähten Werken, dass manchmal die Stoffwahl halt einfach immer noch so ein bisschen schwierig ist und vielen gar nicht bewusst ist, dass man sich vorm Nähen doch besser nochmal mit Stoffen auseinandersetzen sollte. Egal, ob man das jetzt irgendwo bestellt oder für ein Nähprojekt irgendwas raussucht oder so. Aber wir fangen mal ganz von vorne an. Wie bist du überhaupt zum Stoffprofi geworden? Also eigentlich sogar ganz normal. Ich habe schon sehr, sehr lange genäht. Also bei uns zu Hause gab es früher eine Nähmaschine von meiner Mutter und die durfte ich dann auch benutzen. Und dann habe ich wahrscheinlich so angefangen wie die meisten, nämlich so aus gefärbten Bettlaken halt genäht, weil ich auch kein Geld für Stoff hatte und irgendwie Sachen ausprobiert. Und das habe ich dann eigentlich immer weitergemacht. Ich hatte dann zwischendurch mal so eine Patchwork-Phase. Da habe ich dann, bin ich mehr shoppen gegangen. Da war es dann aber auch so, dass die Uni zufällig mitten in der Innenstadt war und man jeden Tag nochmal durch H&M durchgehen konnte, so ungefähr. Das war so eine andere Phase, sage ich mal. Aber dann habe ich auch wieder angefangen, Bekleidung zu nähen. Und mich hat eigentlich immer gestört, dass man sich Informationen über Stoffe echt mühsam zusammensuchen muss. Und ich hatte auch das Problem, dass ich halt einfach den falschen Stoff genommen habe und dann nachher so praktisch nach und nach gelernt habe, okay, wenn du also jetzt diesen Stoff für so einen Schnitt nimmst, das kann nicht funktionieren. Das sieht irgendwie nicht aus oder ist nicht bequem oder passt nicht richtig. Und so kam das nach und nach. Du hast ja nicht nur, du kennst nicht nur Stoffe, sondern du hast ja tatsächlich auch ein Buch darüber geschrieben, was ich einfach Genau. richtig krass auch finde. Also ich kenne ja Stoffkunde auch, also von meiner Ausbildung vorher natürlich auch schon diverse Erfahrungen gemacht, aber deine Ausbildung, da gibt es ja wirklich so viele Stoffe, teilweise auch Sachen, mit denen ich jetzt gar nicht so wirklich nähe. So wenn man da nicht so am Ball bleibt oder die das auch nicht wirklich, wirklich wichtig und gut findet, man da auf keinen Fall ein Buch drüber schreiben würde. Wie kommt das? Ja, ach, das hat sich so, auch so ergeben. Also ich war immer auf der Suche nach Informationen und was es in den normalen Nähbüchern, sage ich mal, so für Hobbyschneiderinnen gibt, das fand ich immer viel zu wenig. Da ist dann irgendwie so eine Doppelseite über Stoffkunde und da steht dann was über Jeans, Jersey und keine Ahnung, also noch zwei Stoffe und das war's dann. Und dann gibt es auf der anderen Seite diese Fachbücher, die du sicher aus deiner Ausbildung auch kennst, wo das dann alles so super akribisch beschrieben ist. Also auch praktisch, wie die Chemiefaser hergestellt wird und dass da irgend so eine Masse aus, was weiß ich, aufgelöst und dann durch irgendwelche Düsen versponnen und in Kammern und hier und da. Was man eigentlich so genau jetzt auch nicht wissen will. Eigentlich jedenfalls als Hobbyschneiderin braucht man das Wissen nicht unbedingt. Nee, wenn Und man da jetzt dachte ich, Stoffe erstellen will, möchte, muss man das nicht unbedingt nee, wissen. ne? Also ich nehme an, das ist dann so dieses typische Abfragematerial, weil man ja Prüfungen machen muss und dann muss man das irgendwie reproduzieren oder so. Naja, jedenfalls habe ich gedacht, es müsste irgendwie was Nettes geben, wo man dann wirklich praktisch auch nachlesen kann, weil dieser praktische Teil, was bedeutet denn diese Stoffeigenschaft oder diese Materialeigenschaft für das Verhalten des Stoffes, also auf Deutsch gesagt, was kann ich daraus nähen und wie sollte ich das nähen? Wie sollte ich das bügeln? Worauf muss ich achten? Dieser Teil ist ja in den Fachbüchern auch immer nicht so richtig drin. Das Nee. muss man sich dann erschließen selber. Oder man kriegt es dann halt in der Ausbildung beigebracht. Ja, aber auch muss ich sagen, tatsächlich, wenn du das jetzt gerade so ansprichst, es geht eher so um die Faser und um die Tiefe. Also man steigt eher so in die Faser ein. Trotzdem wird einem nicht unbedingt, man hat so drei, vier Projekte, die man ja auch dann immer so näht über die Zeit, auch in der Ausbildung. Es wird aber trotzdem nicht drauf eingegangen, so mit den üblichen, ich habe ja immer gesagt, die Ausbildung war für mich eher für die Katz, weil das ist gar nicht etwas, was ich irgendwie in meiner beruflichen Laufbahn oder jetzt für später irgendwie anwende, wenn ich wirklich Bekleidung nähen möchte. Im Theater hätte ich im Theater gearbeitet, wäre das vielleicht nochmal eine andere Sache gewesen, aber jetzt für Leute so, die so rumlaufen mit Klamotten, das nähe ich jetzt nicht unbedingt so ein Barockkleid mit so Brokat und so. Also
dieses ganze Aufarbeiten von den ganzen Stoffen, die wir heute in der Bekleidung nutzen, ist da auch in der Ausbildung, ich weiß nicht, ob es heute anders ist, aber war da wirklich tatsächlich gar nicht Thema. Und tatsächlich sucht man sich dumm und dusselig, wenn man, ich meine, man hat natürlich jetzt mittlerweile auch viele Stofflexika online oder irgendwelche Sachen, aber doch ist es immer noch eher so entweder schmal gehalten oder halt das, was es schon in den Büchern gibt, nochmal aufgenommen. Also ich finde das schon was ganz Besonderes, dass du dich da auf die Hobbynäherin oder Näherin, die für sich selber was entwerfen möchten, spezialisierst und sagst, nee, das sind aber die Infos, die ihr eigentlich wissen müsst. Das ist schon ziemlich cool. Ja, genau. Aber das war wirklich eigenes Bedürfnis. Mich hat das interessiert und ich bin auch eine große Stoffkäuferin, eigentlich noch mehr, fast mehr Stoffkäuferin als Näherin manchmal. Und da dachte ich, ach, das muss ich jetzt einfach mal systematisch angehen. Cool. Wie lange gibt es denn dieses Buch schon? Hast du das selber verlegt? Hast du das im Verlag verlegt? Du hast mir ja schon kurz erzählt, wie das ist mit den Verlagen. Du hast ja auch noch andere Bücher geschrieben. Da erzähl vielleicht auch nochmal eine Runde, weil ich glaube, es gibt ja viele E-Books und dies und das, aber ich glaube, so viele Leute träumen auch tatsächlich davon, ein Buch zu verlegen. Erzähl doch mal, wie es im kreativen Bereich da aussieht. Was verlegt man vielleicht selber besser? Und vielleicht magst du uns da einen kurzen Einblick geben. Finde ich selber auch mega interessant. Ja, naja, ich habe vor ein paar Jahren schon Anleitungsbücher gemacht, also über Patchwork und Upcycling, unter anderem beim Buchverlag für die Frau. Das ist so ein kleiner Leipziger Verlag. Die hatten früher zu DDR-Zeiten war das der Handarbeitsverlag und jetzt sind sie etwas kleiner, machen aber immer noch Handarbeitsbücher. Und das war auch alles total okay. Also da arbeiten total nette Frauen und die haben ganz schön zu kämpfen, weil sie halt auch so klein sind. Aber es ist halt immer so, dass die etablierten Do-it-yourself-Verlage, das kennt man ja, diese Anleitungsbücher machen und meistens auch sehr viel zu für Anfänger, also so speziellere Themen, das ist dann immer so ein Thema, wo man denkt, ach, das ist zu klein, das interessiert ja nicht genügend Leute. Naja, und dann habe ich halt diesen Plan zu diesem Stofflexikon und mir war eigentlich völlig klar, das wird keiner verlegen wollen, weil das viel zu riskant ist. Ich kann das mal kurz zeigen, das sieht ja auch so aus. Zeig das mal und auch gleich super gerne nochmal eben kurz so ein bisschen von innen. Also viele Leute denken jetzt vielleicht so, ein Stoff auf dem Foto kann ich mir gar nicht so vorstellen, aber doch, das geht. Das ist tatsächlich ohne Fotos, sondern das ist Text. Ah. Ja, okay. Das ist total speziell, also auch vom Design her innen. Also ich kann das hier nochmal zeigen, kann man das sehen? Hier sind dann immer so die Hinweise, wie man es fürs Zuschneiden, fürs Nähen, fürs Bügeln und sowas dabei. Also es ist wirklich zum Nachschlagen, auch wenn man im Online-Shop praktisch einen komischen Stoffnamen sieht, dann kann man das nachschlagen und sagt, ah, okay, das kann man also draus nähen und das muss ich beachten. Und sehr coole Idee. So. Also das ist wirklich, man sieht ja, es ist ein völlig anderes Format als die meisten Do-it-yourself-Nähbücher. Und da war mir schon klar, das macht kein Verlag. Und dann habe ich halt nach und nach mal geschaut, wie macht man sowas selber? Kriegt man das hin? Wird das ein richtiges Buch? Kriegt man das dann verkauft? Und das hat alles ziemlich super geklappt. Also viel besser, als ich gedacht habe. Cool. Also wie lange gibt es denn das Buch schon? Wie teuer ist das und wo kriegt man das? Bevor wir jetzt weiter quatschen, erzähl mal kurz. Ja, also das gibt es seit Ende 2016 und ist jetzt schon die vierte Auflage oder so. Also ich habe schon viele tausend Stück davon verkauft. Man bekommt mit nochmal guten Bewertungen. Ich habe mir die Bewertungen auch durchgelesen. Ja, genau. Man bekommt zum Beispiel bei Amazon, man kann es auch im Buchhandel bestellen. Das sollte in der Regel am nächsten Tag dann auch da sein. Oder man kann es natürlich bei mir über meine Seite auch bestellen. Auch versandkostenfrei, aber also jede Bestellung ist eine gute Bestellung. Ich habe da keine Präferenzen, wo man es unbedingt kaufen soll. Über die ISBN, gibt es eine richtige ISBN-Nummer? Wie ist es, wenn man selbst verlegt? Du hast schon ein bisschen erzählt über die Buchpreisbindung und solche Sachen, wenn man wirklich ein Buch verlegen möchte mit ISBN-Nummer. Magst du die ISBN-Nummer einmal kurz zeigen oder eben kurz vorlesen? Weil darüber findet man so ein Buch ja immer auf jeden Fall. Ja, warte mal, Moment, hier ist jetzt gerade was draufgeklebt. Ach, wir haben hier ja mehr als eins. Also das ist die 978300054777. Cool. Aber ist es wirklich, ist es lieferbar und das sollte eigentlich kein Problem sein. Wie teuer ist denn dieses Buch? 14 Euro.
Ja, das ist ja wohl, also das ist ja wohl ein gutes Weihnachtsgeschenk. Das kann doch eigentlich, also wenn ich jetzt überlege, ist eigentlich so im Hobby-Nähbereich, wir haben jetzt ja so viele auch neue Hobby-Näherinnen durch dieses ganze Maskennähen und so, die eigentlich auch Lust haben, was zu machen, wo ich aber immer auch diese Anlaufschwierigkeiten sehe, wenn es irgendwie darum geht, okay, doch mal was für sich zu nähen oder was für die Kinder oder so. Das wäre doch ein perfektes, Leute, das ist doch ein perfektes Weihnachtsgeschenk. Das kann jeder gebrauchen. Und ich kann ich natürlich einigermaßen nachvollziehen, auch von so einem Verlag, dass der dann sagt, nee, also das ist mir jetzt echt zu nischenhaft. Aber ich auch von meiner Seite, aber ich bin ja auch Näherin oder Hobby-Näherin, muss sagen, das ist eigentlich eher ein Buch als das 10. Buch über, wie nähe ich einen Tellerrock, das schön gebildet ist. Ja, naja, manchmal hat man einfach selber gute Ideen. Das ist ja, eben. Das will erst mal keiner glauben, aber manchmal funktioniert es halt. Ja, cool. Du hast auch im Stoffgeschäft gearbeitet. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie du zum Nähen gekommen bist, was du gerne nähst. Und erzähl mal so ein bisschen von deinen Lieblingsstoffen. Hast du so bestimmte Lieblingsstoffe, wo du sagst so, wenn ich den Stoff sehe, den muss ich kaufen? ja, also im Moment nähe ich tatsächlich auch viel Bekleidung immer noch. Ich habe eine Weile bei Stoff und Stiel gearbeitet, das kann ich ja verraten, immer so am Wochenende. Und das war eigentlich auch total super, um Stoffkenntnisse zu erwerben. Also ich muss wirklich immer sagen, Stoff beurteilen und sich überlegen, was kann man gut rausnähen, was funktioniert nicht so gut, ist auch wirklich viel Erfahrungssache. Also einfach, dass ich jetzt so 2-3 Jahre praktisch jedes Mal, wenn ich da war, unglaublich viele Stoffe in der Hand hatte und zugeschnitten habe oder gerissen habe. Manche werden ja auch gerissen. Und das einfach immer in der Hand zu haben und irgendwie diesen Fall mal so zu spüren, sage ich mal, also es klingt jetzt ein bisschen esoterisch, so Stoff, aber das ist es wirklich. Es ist die Erfahrung und dieses Anfassen und das kriegt man auch erst mit den Jahren. Also da ist es einfach auch so, dass man, wenn man anfängt zu nähen, da vielleicht erstmal keinen Zugang zu hat und dann irgendwann aber da sich die Puzzleteile zusammensetzen, weil man dann auch so vergleichen kann, was ist ein fester Stoff, was ist ein fließender Stoff. Und da war die Arbeit im Stoffladen total super, also weil ich auch Materialien kennengelernt habe, die ich selber nicht so mag und auch gar nicht so vernähen würde. Also ich bin zum Beispiel kein Fan von Double Ghost, habe ich jetzt einmal ein bisschen was draus genäht, muss aber sagen, dass mir das von der Struktur her irgendwie zu labberig ist dann. Also irgendwie Double nicht Ghost? Richtig glatt. Was ist das? Musst du auch gleich... Ach, das ist das, was jetzt als Mousselin, glaube ich, verkauft wird meistens. Ah, okay. Mhm. Also dieser Windelstoff so. Ja, genau. Also da wird ja auch diverse Sachen, also auch Oberteile und Kleider draus genäht, aber das ist zum Beispiel nicht so mein Fall. Also ich mag irgendwie eher Stoffe, die so ein bisschen mehr Festigkeit haben, also wenn es Leinen ist oder Baumwolle, aber halt auch nicht zu fest, das ist immer so ein schmaler Grat. Weil das ja manchmal dann auch so ein bisschen kittelschürzenmäßig oder kinderkleidmäßig wird, wenn der Stoff zu fest ist, finde ich. Wie finde ich das raus? Als jemand, der sich das jetzt anhört und sagt, ja, das finde ich auch. Aber, aber wie findet man das raus? Also ich meine, wie gibt es da jetzt, wenn du speziell das ansprichst, so ja, Leinstoffe, Baumwollstoffe, Naturmaterialien finde ich auch total mega. Finde ich auch viel angenehmer zu tragen als künstlich hergestellte Stoffvarianten. Obwohl man sagen muss, die sind auch mittlerweile sehr gut. Das ist halt immer noch so dieses Umweltding so im Hinterkopf. Aber wie finde ich denn raus? Wie kann ich denn, also worauf muss ich denn achten? Was muss ich denn, wenn ich jetzt sage, ich möchte einen Baumwollstoff für, was machst du denn aus dem Baumwollstoff und wie achtest du denn auf den Stoff? Ja, also ich versuche es immer auch über den Weg zu lösen, wenn ich keine Ahnung habe, dass ich mir einen Kleidungsstück suche, was ungefähr so ist, wie ich es haben möchte. Also wenn ich mir eine Bluse nähen möchte, gucke ich mal, habe ich schon eine Bluse, die ungefähr von der Struktur her so ist, wie ich mir das vorstelle und die auch in etwa dem Schnitt entspricht, den ich nähen möchte. Das ist natürlich, wenn man mit irgendwas ganz Neues startet, also bei einem Ballkleid, sage ich mal, ist das natürlich so ein bisschen schwieriger, aber bei manchen Kleidungsstücken hat man ja schon Erfahrungen und dann versuche ich darauf aufzubauen, also dass ich mir den Stoff genau angucke und dann versuche, was zu finden, was möglichst ähnlich ist und über den Weg sammelt man dann die Erfahrung. Ich habe auch ganz viel Stoffproben immer von Sachen, die ich schon genäht habe, dann weiß ich, aha, ich brauche jetzt im Grunde wieder einen Baumwollstoff, der ungefähr so fest ist wie der Stoff von Stück XY, weil das hat gut funktioniert und dann versuche ich das zu finden und somit anfassen, also dass man seine Stoffprobe und das, was man kaufen will, vergleicht, geht das eigentlich ganz gut. Sehr cool, also das finde ich ein sehr guter Hinweis.
Das machen wir ja auch ähnlich, dass ich auch meinen Kundinnen oft sage, so geht doch mal einfach so Schnitte mit dem Auge shoppen. Also wenn man sich selber nicht weiß, was man so machen möchte, vielleicht manche Sachen gefallen einem halt einfach. Und es ist ja nicht verboten, mal innen reinzugucken. Wie laufen die Nähte? Oder auch, was ist das für ein Stoff? Wie, Genau. was ist das für eine Stoffzusammensetzung? Und man merkt ja an dem Gewicht des Stoffes oder an dem Gewicht des Kleidungsstücks, vielleicht nicht am Anfang, aber später auf jeden Fall, was das ungefähr für eine Grammatur haben könnte. Dass es vielleicht, wenn es eine leichte Bluse ist, nicht unbedingt ein 300-Gramm-Stoff ist. Und das ist wirklich auch nochmal ein Unterschied. Da ist das ein sehr guter Tipp. Und wenn du Stoffproben sammelst, wo hebst du die auf? Hast du so eine Mappe oder wie hast du das richtig so professionell für dich zu Hause gestaltet? Ich habe für die Workshops tatsächlich beschriftete Stoffproben, wo jeweils ein kleines Etikett dran ist mit der Materialzusammensetzung und allem. Und für meine privaten Stoffe bin ich da nicht so ordentlich. Da habe ich die irgendwie so kleine Stückchen auf Sicherheitsnadeln und das fliegt dann halt überall rum. Sehr, 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 sehr sympathisch. Naja. Ja, cool. Was ist denn, was ist denn so dein Lieblingsstoff, den du verarbeitet hast, zu irgendeinem Lieblingskleidungsstück? Erzähl uns doch da mal so ein bisschen von. Dann wissen wir so ein bisschen, in welche Richtung so dein eigener Geschmack geht. Für mich ist das ja immer super interessant, weil wir alle einfach so verschieden sind. Und wenn du jetzt Stoffprofi bist und eigentlich wirklich weißt, was es alles so gibt und was man machen kann, da bin ich jetzt gespannt drauf, was du so bevorzugst. Also ich bin total konservativ. Ich liebe total diese Herrenanzugstoffe. Also feine Wollstoffe oder Wollmischungen, die so ein bisschen so wie so ein klassischer Herrenanzug sind. Also mit Nadelstreifen oder so ein bisschen gesprenkelt oder kariert. Also das ist wirklich, da habe ich, als ich vor ein paar Jahren umgezogen bin und dann mein Stofflager aus verschiedenen Schränken zusammentragen musste, um es in Kartons zu verpacken, ist mir aufgefallen, dass ich das wirklich nicht mehr kaufen sollte, weil ich irgendwie, also ich hätte eine Herrenschneiderei ausstatten können, so viel verschiedene gestreifte, vor allem gestreifte, feine Wollstoffe in dunklen Tönen hatte ich. Wow. Ja, krass. Und was machst du denn davon? Also, was machst du damit? Ich finde das ziemlich gut, um Kleider für den Winter zu nähen. Also, weil ich finde, das trägt sich super toll temperaturausgleichend. Also ist dann auch draußen halt mit einer Strumpfhose drunter warm genug. Und also ich nähe ganz gerne die Schnitte von Named Patterns zum Beispiel aus Finnland. Da gibt es ein paar Kleider, die ich jeweils schon mehrmals genäht habe. Und das funktioniert mit diesen Wollstoffen für den Winter echt total toll. Cool. Da bin ich ja mal auch super gespannt. Also wenn du Lust hast, zum Souvent mal so ein Kleid mitzubringen, um das mal zu zeigen. Ich glaube, viele können sich das jetzt so vorstellen oder es inspiriert mich auch gerade. Ich habe hier auch noch ganz viele Wollstoffe, die ich aber nicht verarbeite, weil wir haben Hunde. Das finde ich immer super anstrengend, dass die Hundehaare darin hängen bleiben. Und auch mit dem Waschen. Ich habe ja noch zwei Kinder, die zu Hause wohnen. Und da haben wir immer jeden Tag drei Waschmaschinen gefühlt. Ich weiß nicht, ob es reell so ist, aber es fühlt sich so an. Und dann noch per Hand so ein Ein Kleid per Waschwollenschongang, keine Nee, Ahnung. nee, Oh. Wollwaschgang. Maschine, Wollwaschgang kalt und dann kommt das schon so geschleudert irgendwie raus, dass das fast trocken ist und dann hängt man das nur noch auf dem Bügel und Ich, es ist glatt. na, vielleicht inspirierst du mich doch nochmal die Wirklich? Wollstoffe. Also so als Mama und mit Hunden und so will ich immer Ja. Wollstoffe. Oh, aber ich finde Wollstoffe auch total schick und ich weiß natürlich auch um die enorm positiven Trageeigenschaften von Wollstoffen. Und ich finde, die kann man total toll nähen. Also die lassen Das sich auch. schön hinbügeln und schmiegen sich so an. Und also es macht einfach am meisten Spaß, die zu nähen, finde ich. Das stimmt und man kann sie auch, also wie dressieren kommt mir jetzt sofort in den Kopf, ne? Also mit Bügeln und Ausbügeln, wenn du das so erzählst und sowas, das stimmt natürlich. Auch so eine Hose aus so einem Stoff und sowas, die sehen Ja. natürlich immer gleich schon ganz anders aus und ganz hochwertiger aus und keine Ahnung was und sind dann wirklich auch und bleiben ja im Prinzip auch schön lange so, wie man sich das vorgestellt hat. Ja, Verziehen sich es nicht. sei denn, man hat Motten manchmal. Das hatte ich dann auch schon. Je naturbelassener der Wollstoff, desto lieber fressen sie ihn. Aber gut, da muss man dann ein besonderes Auge drauf haben. Was hilft gegen Motten? Hast du da einen besonderen Tipp? Helfen diese Blättchen, die man so bei, keine Ahnung, Rossmann oder im Drogeriemarkt oder so, helfen die? Also Ja, würde schon sagen, habe ich im Kleiderschrank. Da ist auch ein bisschen die Devise, viel hilft viel. Das funktioniert. Und man sollte halt nicht irgendwie Wollpullover irgendwo in der dunklen Ecke vergessen. Ja, weil dann finden es die Motten, würde ich aus Erfahrung raten.
Okay, guter Tipp. Also wenn man solche Sachen machen möchte, dann noch hat Motten, Thema Motten war bei uns tatsächlich in der Ausbildung tatsächlich auch ein Thema. Motten, welche Stoffe fressen sie und welche Stoffe fressen sie nicht? Also wenn ich jetzt in mein Stofflager gucke, ich habe auch tatsächlich privat noch ein riesiges Stofflager. Mit vielen Projekten, die im Kopf schon fertig sind, man kennt das ja. Bei mir hängen auch so Mottenfallen, Mottenklebestreifen und sowas, aber ich glaube, vielen ist gar nicht so bewusst, an welche Stoffe Motten überhaupt gehen. Die holen dann nach einem halben Jahr vielleicht ihre Stoffe aus dem Schrank und haben schon schöne Sachen angesammelt und sind dann total traurig, weil es ist von Motten durchfressen. Welche Stoffe mögen Motten denn? Es gibt nämlich auch Stoffe, an die gehen Motten gar nicht ran. Ja, im Grunde hauptsächlich Wolle, zur Not dann auch Seide, die ist aber oft so stark behandelt, dass das nicht so besonders schmeckt, habe ich das Gefühl. Also Bio-Wolle, naturbelassen ist das Leckerste offenbar und Kaschmir, sobald man diese Kaschmir-Pullover hat, die es ja auch relativ günstig gibt, mögen sie auch total. Und je mehr Kunstfaser oder andere Bestandteile in der Wolle sind, umso mehr wird es verschmäht, also wirklich Feinschmecker. Feinschmecker, das kann man sich Ja. schon merken. Motten sind Und Feinschmecker. Wer hätte das gedacht? Ja. ja, genau. Und bei Baumwollstoffen muss man sich keine Sorgen machen. Also Baumwollstoffe gehen sie gar nicht ran. Nee, das Und ist obwohl es Zellulose. Naturfaser ist, wollen Motten das nicht fressen. Nee, genau, die wollen Eiweiß, also Wolle. Gut zu wissen. Die haben wir jetzt ja auch noch 2 Tage aus unserem Souvent vermacht und ich bin schon mega gespannt, was du uns da alles berichten wirst. Du hast mir vorhin schon deinen Plan zugeschickt. Ich aktualisiere natürlich unsere Beschreibung und werde das auch über den Newsletter noch rumschicken. Aber erzähl mal kurz, was du da für uns vorbereitet hast und auch was wir uns damit hier freuen können. Ja, ich habe gedacht, ich mache tatsächlich Stoffkunde und breche das, also praktisch das Thema in so 4 kleinere Workshops auf. Dann ist das ja später, da man ja später sich die Videos auch noch angucken kann, auch fürs Nachschauen so ein bisschen mundgerechter, sage ich mal. Man muss sich nicht durch so ein Riesenteil fräsen, um an die Informationen zu kommen. Und zwar gibt es also einmal so einen allgemeinen Teil Stoffe kennenlernen. Da geht es im Grunde so um die Unterschiede zwischen, was sind gewebte Stoffe, gestrickte Stoffe, was für Stoffarten gibt es noch? Also Herstellung und die verschiedenen Fasern, also woraus bestehen Stoffe, also Baumwolle, Wolle, Seide, diverse Kunstfasern. Und daraus kann man, wenn man da ein bisschen den Überblick hat, kann man eigentlich schon mal so eine Grobeinschätzung von jedem Stoff machen, der vor einem liegt, weil man dann schon mal ein gewisses Schema im Kopf hat, was kann man damit machen, was kann man damit nicht machen, wofür eignet sich das, worauf muss man achten. Also das ist so für die Groborientierung ganz gut. Und dann dachte ich, dass wir das einmal über die typischen Sommerstoffe sprechen und einmal über die typischen Winterstoffe. Also bei Sommerstoffen eben so, was weiß ich, Viskose, Jersey-Leinen, die ganzen dünneren Baumwollstoffe. Und bei Winterstoffen, da gibt es ja Balk, Cord, was man jetzt alles so näht. Und dann habe ich noch gedacht, beim vierten Teil ein bisschen die besonderen Stoffe, also sowas wie Scuba und diese ganzen Outdoor-Geschichten. Da gibt es ja auch so ein paar Sachen, die man beachten muss. Und es ist natürlich so, dass jedes Mal dann auch alle Fragen zu Stoffen gestellt werden können, die dann noch so auftauchen könnten. Sehr, sehr cool. Also ich finde das mega cool. Ich kann dir ja von meiner Seite schon mal sagen, dass ich zum Beispiel meinen Kundinnen in meinen Kursen schon oft gar nicht irgendwelche besonderen Stoffe vorlege, weil ich vorher schon weiß, dass da hinterher viel mehr Fragen zu den Stoffen auflaufen werden, als zu den Schnittmusterumsetzungen oder den Schnittentwicklungen an sich. Und das finde ich richtig, richtig cool. Das ist ja toll aufgebaut von wirklich Grundwissen über verschiedene Stoffarten, Sommerstoffe, Winterstoffe und dann auch noch die speziellen Stoffe dazu. Da gibt es immer, immer, immer wieder Nachfragen. Allein schon hier Softshell oder keine Ahnung. Es gibt ja tatsächlich mittlerweile auch in der Meta-Ware so viele Varianten. Da muss ich auch ehrlich sagen, da habe ich, also in der letzten Zeit, weil ich ja viel über die Kurse und so arbeite, habe ich gar nicht, bin ich da gar nicht auf dem Laufenden. Und das ist für mich total auch ein Bereich, wo ich mich super drauf freue und auch schon ganz gespannt bin, was du da für coole Tipps so hast. Okay, dann hoffe ich mal, dass ich wirklich die neuesten Entwicklungen da auch mitverfolgt habe. Ich finde auch, dass gerade in den letzten Jahren echt viel neu auf den Markt gekommen ist. Also so vor 5, 6 Jahren war das ja relativ übersichtlich. Es gab irgendwie Baumwolljersey, es gab Viskose-Jersey, es gab gewebte Baumwolle, dann gab es irgendwie noch Jean, Cord und keine Ahnung.
Sweatshirt-Stoff, so sage ich mal. Und jetzt diese ganzen Outdoor-Materialien, das waren ja wirklich so Spezialgeschichten. Da musste man irgendwelche coolen Online-Shops finden, die das verkauft haben, vielleicht mal irgendwelche Reste aus der Produktion oder so. Und es haben sich ganz neue Fasern entwickelt, diese ganzen Tencel-Stoffe zum Beispiel und diese ganzen Viskose-Stoffe aus verschiedenen Quellen mit Bambus oder aus Algen oder Stoff aus Milch und sonst was. Also das ist echt spannend, was sich da gerade tut. Ja, für uns ist es spannend, aber für jemanden, der damit starten möchte, ist es einfach total verwirrend und viel. Mhm. Wenn ich jetzt schon Jersey, Stichpunkt Jersey, ja, Jersey, man denkt dann als Anfänger oder als jemand, der sich anfängt, damit zu beschäftigen, vielleicht, das ist halt immer das Gleiche. Wenn ich mir einen Jersey-Stoff kaufe, also wir verkaufen ja auch Stoffe, wenn ich dann eine enttäuschte E-Mail manchmal zurückbekomme und die sagen, ich habe mir halt verschiedene Jersey-Stoffe zusammenbestellt, die haben sich aber Viskose, Baumwoll und Bambus-Jersey zusammengestellt und sind dann total enttäuscht, dass die so unterschiedliche Qualitäten haben. Mhm. Das klärt sich danach natürlich schnell auf und die wissen dann, okay, ich habe mich vorher nicht wirklich informiert oder ich wusste es halt nicht, aber da sind halt wirklich einfach enorme Unterschiede und ich glaube, das ist vielen einfach überhaupt gar nicht so klar. Ja, es ist aber auch sauschwer, in einem Online-Shop Stoffe gut zu beschreiben. Also ich kenne mich ja jetzt wirklich ein bisschen aus und mir geht es beim Stoffbestellen auch oft so, dass ich dann praktisch so von Stoffbeschreibung zu Stoffbeschreibung springe, irgendwie mehrere Tabs offen habe mit den Stoffen, die jetzt in Frage kommen und dann versuche ich halt rauszukriegen aus der Beschreibung, ist das jetzt das, was ich mir vorstelle, und da haue ich auch tatsächlich manchmal daneben und das ist nicht unbedingt die Schuld des Online-Shops, dass das irgendwie schlecht beschrieben ist oder so. Man kann es halt nicht vor sich und kann es nicht sehen. Genau, wir machen ja auch immer. Ja, genau. Ich habe also zum Beispiel von der Zeit Popeline bestellt. Die war ja dann aber so grobfädig gewebt, als sie kam, wo ich dachte, ja, okay, das ist auch Popeline, aber ich habe mir halt eine andere Popeline vorgestellt und das konnte ich halt einfach nicht wissen. Und jetzt ist das halt, gefällt mir nicht, wird wahrscheinlich nicht vernäht, aber naja, das ist halt manchmal dann doch noch. Auf den Fotos auch gar nicht richtig sehen. Ja. Man kann es auch nicht anfassen. Und ich muss auch sagen, ich habe ja auch mal ein Jahr beim Fotografen gearbeitet. Es gibt fast nichts, was so schlecht zu fotografieren ist wie Stoffe. Also von der Farbe her, von der Qualität her, gehst du näher ran, sieht es halt alles sehr grob aus, gehst du weiter weg, sieht es alles sehr fein aus, dann versuchst du ein Zwischending zu machen. Es ist wirklich, wirklich schwierig. Also wir haben ja die Mittellösung gefunden und machen immer Live-Videos, dass die Leute fragen können, welche Stoffe wir ihnen zeigen sollen und zeigen die tatsächlich in der Kamera. Und wir zeigen die dann auch, wie das fällt und sowas, weil das ist mir auch schon. Also ich hatte mal so eine Kordphase. Und habe dann so ganz viele und habe dann auch Kordhosen gesehen, auch für andere in Maßanfertigungen und so. Da dann von einer Kordsorte nochmal den gleichen Kord zu finden, ich habe immer noch ein riesiges Kordlager mit Stoffen, die halt absolut gar nicht genauso sind. Egal, ob genau die gleiche Beschreibung, ob es der gleiche Hersteller war, ob es der gleiche Online-Shop war, dann Stoffproben hin und her geschickt. Ja, den haben wir jetzt, dann haben sie es wieder zugeschickt. Es war aber nicht das Gleiche. Also es war wirklich, ja, aus Stoffladensicht kann ich sagen, das ist leider manchmal so, also gerade wenn man so ein großes Filialgeschäft hat, die sehr große Mengen bestellen, dass man dann zwar einen Cord, sage ich mal, mit der Artikelnummer sowieso hat und dann bekommt man den ein halbes Jahr später die Nachlieferung, dann wurde inzwischen der Produzent gewechselt und der Stoff kommt nicht mehr aus der Türkei, sondern aus China oder sowas und dann hat er zwar die gleiche Artikelnummer und soll der gleiche Stoff sein, ist aber vollkommen anders. Also das hatten wir bei Stoff und Stiel auch öfter und das macht einen irre, weil dann wirklich Leute auch zum Nachkaufen kommen. Es wird ja auch immer gesagt, ja, geben Sie sich das Etikett auf mit der Artikelnummer, können Sie das dann nochmal nachkaufen. Und dann hat man zwar eine Rolle davon, aber das ist trotzdem total anders. Also das passiert der einfach. Farbton ist minimal anders. Bei manchen stört es nicht, aber bei manchen Sachen, auch wenn man sie kombinieren möchte, das stört es total. Das sieht aus, als ob der Ärmel ausgebleicht ist und das Oberteil hat noch den Farbton. Ja. Aber das ist okay, das ist nicht unbedingt so die Schuld der Stoffhersteller, aber das ist halt natürlich irgendwie so ein Ding. Also wenn man einen Stoff findet, den man richtig gut findet, vielleicht einfach direkt ein bisschen mehr davon kaufen, dass man weiß, dass es immer... Gefährlich. Oh Gott, ich sage dann immer, ja, aber man muss auch einen Fehler haben.
Meiner wäre dann halt, dass ich halt viel Stoff kaufe. Man braucht halt auch so eine Leidenschaft und sowas. Es gibt auch viele Stoffe, die mag ich noch nicht mal wirklich zerschneiden. Ich finde die einfach total schön und freue mich, wenn ich die Ja. rausholen kann. Ja. Stell mir dann immer vor, was alles entstehen könnte. Ja, und dann ist auch schon wieder gut. Dann kommt er wieder weg. Ja, verstehe ich total. Mache ich auch so. Ja, oh Mann. Konstanze, magst du noch eben kurz sagen, um wie viel Uhr du in der Gruppe bist, wie deine Uhrzeiten sind und wie deine Tage sind, welche Daten wir da haben? Ja, warte mal, das war am 3. November und am 10. November und jeweils um 10 und 14 Uhr. Okay, perfekt. Das kann man sich einfach merken. Ich werde das auch gleich noch alles rausschicken. Und du hast aber auch noch ein kleines ja, Handout oder irgendwas, du hast etwas vorbereitet, wenn die. Du schickst das über deinen eigenen Newsletter. Also in der E-Mail ist ein Link zu Konstanzes Newsletter. Da meldet ihr euch einmal an und dann schickst du was genau raus? Das ist nur so eine kleine Übersicht, welche Stoffe ich auf jeden Fall bespreche, weil das mal mit den Namen, also wie schreibt man Chambray zum Beispiel, wenn ich das Mhm. dann buchstabiere, das ist ja bloß stressig. Also wenn man das dann praktisch vorher mal haben möchte, dass man dann sich dazu dann noch seine eigenen Notizen eventuell machen kann, dann kann man das von mir bekommen. Also bloß so eine kleine Tabelle im Grunde ist jetzt Aber ist ja super. Also man kann ist auch eine nach Hilfe. mit der Tabelle nachher nochmal gucken, ah, welche Stoffe hat Konstanze besprochen. Das ist der und der. Und man hat ihn vielleicht auch zu Hause und kann den mal raussuchen und kann nochmal nachhören und sehen, was du dazu zu berichten hast. Genau, und man kann, wenn man ihn zu Hause hat, sich eine Stoffprobe rausschneiden und sie da reinkleben. Dazu, Ja, wenn man möchte. kenne ich noch aus der Ausbildung auch tatsächlich. Das ist eine coole Sache. Also wenn man sowas, ich glaube, ich habe sogar noch mal einen Ordner aus der Ausbildung. Ich muss mal gucken, wo der ist. Das haben wir da auch gemacht und das war tatsächlich, also für zu Hause, dann später, ich meine, mittlerweile kennt man ja die Stoffe, aber am Anfang war das total gut, dass ich das nochmal nachgucken konnte, wenn unterschiedliche Stoffe da waren. Oder ich auch, wie du schon sagst, unterschiedliche Projekte hatte, wo ich einen bestimmten Stoff genommen habe und dann wusste ich immer hinterher, ah, das ist das. Dann hast du aber auch noch, das möchte ich auch noch eben kurz wissen, du hast aber auch andere Bücher geschrieben. Ja, nicht nur Stoffkunde, sondern auch noch andere Bücher. Erzähl doch da nochmal eben kurz ein bisschen was von. Ja, das hat sich dann aus dem Stoffkundebuch sozusagen entwickelt, dass ich eh dachte, es gibt relativ wenig über Textilien. Also wenn man zum Beispiel mal guckt, was es an Büchern über Essen und Kochen und Lebensmittel mittlerweile gibt, das ist ja also immer eine Riesenabteilung im Buchladen. Und es kommen unglaublich viele Titel raus. Und ich denke aber immer, dass Textilien ja eigentlich für uns genauso wichtig sind wie Essen fast. Also wir ziehen uns alle an, wir haben alle unheimlich viele Textilien um uns rum. Und eigentlich auch kulturell, so geschichtlich betrachtet, haben Textilien auch immer eine unglaubliche Rolle gespielt, weil damit ja gehandelt wurde, auch über ganz weite Strecken hinweg, weil ganz viel Technologie, die mit Textilien zu tun hat, entwickelt wurde. Also schon allein diese ganze Webstuhltechnik. Also um überhaupt Stoffe herstellen zu können. Und ich finde immer, das ist ein bisschen unterbelichtet. Und außerdem lese ich gerne selber auch Sachen über Modedesign oder auch so Biografien von interessanten Frauen, die sich mit Mode oder Textilien beschäftigt haben. Und da bin ich immer mal auf sehr schöne Sachen gestoßen, die es noch nicht auf Deutsch gab oder auch Bücher, wo ich denke, ach, das Thema müsste man mal behandeln. Und da habe ich dann auch noch ein bisschen was dazu gemacht. Also ich kann das mal kurz Ja, zeigen. bitte, super gerne. Moment, da muss ich mal an mein Regal greifen, was ein bisschen weit weg ist. Ich warte hier. So, also einmal das, zur Hölle Das mit der ist Mode. das. Was ist das? Zur Hölle mit der Mode. Ja, das ist von Okay. der Modedesignerin Elisabeth Horst. Die ist Jahrgang 1901 und hat in den 20er und 30er Jahren als Modedesignerin gearbeitet. Also die ist nach ihrem Schulabschluss nach Paris gegangen, um zu erfahren, wie richtige Mode gemacht wird und hat da ziemlich irre gelebt. Also war Journalistin und hat dann immer von den Modeschauen berichtet. Dann später war sie Zeichnerin und hat praktisch bei den großen Modeschöpfern der Haute Couture an den Laufstegen gesessen, wenn die das gezeigt haben, hat sich gemerkt, was die gezeigt haben. Es gab ja noch keine Fotos und kein Instagram und so. Und das war alles so auch so ein bisschen geheim, geheim. Ist dann raus und hat gezeichnet, also wie die Nähte verlaufen, wie die Modelle aussehen. Und diese Zeichnungen wurden dann von Produzenten in den USA gekauft, die danach Konfektionskleider gemacht haben. Also praktisch Raubkopien dieser tollen Chanel und so weiter Modelle. Und davon schreibt sie in ihrem Buch. Und in den 30er Jahren war sie dann in New York und hat da selber ein Modelabel aufgemacht und hat auch viel mit Konfektionären zusammengearbeitet und hat
Taschen entworfen und darüber schreibt sie, also wie sie das erlebt hat und auch so ein bisschen, also deswegen heißt es zur Hölle mit der Mode, so ein bisschen Betrachtung, wie krank eigentlich die Modeindustrie ist, denn es war auch tatsächlich damals schon so, dass halt es, wie gesagt, diese Raubkopien gab, die Qualität teilweise einfach unterirdisch war, Hauptsache man kann das verkaufen, also H&M und diese ganzen noch billigeren Klamottenlabels, wo die Sachen eigentlich nicht lange halten. Das war in den 30er Jahren in den USA auch schon so. Und das ist total spannend, also weil das auch so eine interessante Frau ist. Ich glaube, die war immer nicht so ganz einfach und sie ist sehr unverblümt und schreibt dann auch ganz unverblümt, wenn ihrer Meinung nach irgendwelche Designer überhaupt keine Designer sind und keine Ahnung haben. Und ich bin, das ist bestimmt meine Freunde, sehr interessant. Buch gemacht, aber es ist total spannend zu lesen und sehr interessant. Und das gab es nicht auf Deutsch. Das Buch ist 1935 ursprünglich erschienen und das hat in Deutschland zu der Zeit natürlich niemanden interessiert. Ja. Deswegen wurde das nicht übersetzt. Cool, und das hast du übersetzt? Genau, und rausgebracht. Und dann kann ich noch mal ein anderes zeigen. Das cool. Also das ist aber eher so in einer spannenden Geschichtsform oder hintergründigen Geschichtsform erzählt? Oder wie ist da so das Genre? Na, das ist so eine Art Autobiografie. Ich kann das nochmal. Da habe ich noch ein Exemplar, was mal offen ist. Also das ist wirklich, das ist so ein richtiges Schmückerbuch. Das kann man, hat immer so eine Vignetten an den Kapitelanfängen. Das ist wirklich sowas, das kann man aber auch schön lesen. Also jedes Kapitel geht praktisch um eine Erfahrung. Einmal, wo sie eben Journalistin war, wo sie Taschen entworfen hat. Teilweise sind da auch so ihre Briefe abgedruckt, die sie dann in ihre Firma geschrieben hat, als sie in Paris als Amerikanerin Kleidung entworfen hat. Und das ist wirklich eine Autobiografie. Also sie erzählt am Anfang auch so ein bisschen ihr Leben, so wie Schule war, wie sie zum Nähen gekommen ist und zum Modedesign. Und also in der Ich-Form. Mhm. Also wirklich eine spannende Frau. Cool. Genau. Und dann ist hier noch, habe ich jetzt zuletzt das hier gemacht. Das ist der Herr Balzac, der große französische Klassiker. Das ist so ein bisschen, vielleicht für viele ein bisschen abseitig, weil das tatsächlich von 1830 ist. Aber er hat da damals schon über das elegante Leben sozusagen so eine Modesoziologie geschrieben. Und das sind im Grunde genau die Gedanken, was ist Mode, was möchte man damit ausdrücken? Also praktisch dieses Spannungsfeld zwischen diesem gesellschaftlichen Aspekt, dass man sich ja immer zeigen möchte und sich in irgendeine Gruppe einordnen möchte und dem Individuellen, das ist da alles schon drin. Und also ich als Literaturwissenschaftlerin, die ich ja ursprünglich bin, fand das total spannend. Ich denke gerade so, wie kommt sie denn dazu, sich so in diese Themen einzuarbeiten, die auch echt total für mich jetzt total spannend sind. Ich möchte diese Bücher auch gerne lesen. Ich habe zwar wenig Zeit zu lesen, aber ich habe bestimmt auch irgendwann mal Urlaub und ich lese total gerne. Ich bin auch totale leidenschaftliche Buchsammlerin. Aber das sind natürlich sehr spezielle Themen, auch mit viel Hintergrund und sowas. Mhm. Du bist da also Spezialistin in diesem Gebiet. Ja, sozusagen, genau. Und hier, ich kann hier das nochmal zeigen. Also hier ist dann auch noch so ein Registerteil drin, weil es kommen unglaublich viele Namen von Designern vor, aber auch halt von irgendwelchen amerikanischen Kaufhausketten und sowas, was man heutzutage nicht unbedingt kennt. Also man kann das dann hinten nachschlagen, man muss es aber nicht nachschlagen, man kann auch drüber weglesen. Also das ist wirklich ein sehr schöner Schmöker, finde ich. Und das hier ist auch übrigens ein tolles Geschenk für Männer, die sich für Eleganz, französische Literatur und Frankreich interessieren oder gerne Klassiker lesen. Also das wird tatsächlich mehr von Männern bestellt und gekauft als von Frauen bisher. Aha. Fand ich sehr interessant. Wer weiß, vielleicht auch von Männern für Frauen. Aber was genau ist der Inhalt dieses Buches? Erzähl da nochmal so ein bisschen. Das ist ja bestimmt auch wirklich, ich kenne das ja auch, es gibt ja auch wirklich diese ganzen, ich sage jetzt mal so, großen Vordenker, wo wir heute dann irgendwie auf YouTube oder Instagram oder keine Ahnung was, irgendwelche Leute sehen, die das im Modernen wieder aufarbeiten, wo man aber selber, wenn man sich mit manchen Sachen, also keine Ahnung was, ich interessiere mich sehr für zum Beispiel Selbstentwicklung oder was passiert überhaupt mit mir, warum komme ich wohin und keine Ahnung, was so. Wenn man das sieht, was da heute alles so ist oder wer so gehypt wird oder sowas, weiß aber genau, diese Quellen, die sind schon Jahrhunderte alt und das war genau das Gleiche und dieses Wissen teilweise existiert schon so lange. Also wenn man da so einen Urvater von irgendwelchen Gedankengängen an der Strippe hat, da ist man total direkt so, oh mein Gott, das ist ja echt krass. Also so, ich kriege gerade Gänsehaut, man kann es wahrscheinlich nicht sehen, aber das scheint mir ja auch sowas zu sein. Erzähl mal ein bisschen davon.
Ja, also der Balzac, der hat zu der Zeit, da war er noch relativ jung, auch bei einer Frauenzeitschrift gearbeitet. Das war La Mode in Frankreich. Das war eine der ersten Modezeitschriften im Grunde, die es gab. Und er hatte da so eine Kolumne, wo er wöchentlich berichtet hat, was auf den Straßen von Paris getragen wird. Also wie die Hüte sind, was für Schuhe man trägt, mit welcher Kutsche man fährt. Also diese ganze Welt der Eleganz, also wirklich der reichen Pariser Bürger. Und für diese Zeitschrift hat er diesen Text, also über das elegante Leben, dann auch geschrieben, wo er praktisch die Erkenntnisse zusammenfasst. Und er springt so ein bisschen, also das ist jetzt nicht so eine Abhandlung, wie man sich das, wie man das kennt, die so ganz systematisch vorgeht, sondern er springt dann, ist sehr ironisch, das ist bei Balzac immer so, dass das also wirklich so eine unglaubliche Ironie und auch einen Witz hat. Allerdings halt Ironie von 1830 ist vielleicht nicht was für jeden, aber für historisch Interessierte auch spannend. Und er zeichnet danach, wie sich in Frankreich die Mode entwickelt hat, weil die hatten ja die Französische Revolution 1789 und davor war es ja ganz, ganz genau im Grunde festgelegt durch das Standessystem, was man anziehen kann und was man nicht anziehen kann. Und durch die Revolution wurde das alles freigesetzt. Also da waren sie ja dann auf einmal alle freie Bürger, der Adel war im Grunde entmachtet. Und das hat dann dazu geführt, dass Leute, die reich waren, die dann also praktisch neue Formen gesucht haben, sich auch von anderen zu unterscheiden und auch diese Pracht, die der Adel vorher hatte, in ihrer eigenen Kleidung und Ausstattung praktisch zu versuchen. Dann allerdings mit vielen Geschmacklosigkeiten, weil man dann auch oft vorgegangen ist nach dem Motto, wow, cool, ich mache jetzt vieles viel und das fand Balzac dann halt nicht so gut. Und deswegen ist er dann auch so ironisch und manchmal ganz schön beißend, was schlechter Geschmack ist und was guter Geschmack ist. Also ich Cool. fand es als Einblick in die Zeit, also weil die Gedanken manchmal auch so modern sind und man das so gut nachvollziehen kann, wenn man sich das ein bisschen ins Heute übersetzt, das finde ich ziemlich interessant. Und er hat dann so eine einzelnen Aphorismen darin, also so kurze, prägnante Sprüche, wo er zum Beispiel sagt, Moment, da muss ich mal kurz reingucken. Ich glaube, wir brauchen mal eine Lesung mit Konstanze. Ich hole mir mal. Ja, kann man mal machen, vielleicht zu Weihnachten. Ja, voll cool. Ich hole mal Genau. Buch und lese das mal und dann musst du mal irgendwie zu uns kommen oder live zu uns kommen oder irgendwas und das vorlesen. Das ist eine coole Sache. Du erzählst das auch total mit so Innigkeit. Das macht Ja, total ich bin halt begeistert davon. Ja, Ich freue das. mich für jeden, der auch begeistert ist. Also den Sinnspruch, den ich zitieren wollte, ist: Für das elegante Leben kommt als vollständiges Menschenexemplar nur der Zentaur in Betracht, nämlich der Mann, der im Wagen sitzt. Und da würde ich sagen, das ist wie 1830, wie heute. Damals war es total wichtig, was für eine Kutsche man fährt, welches Modell, ob die neue ist, ob die alte ist heute. Der Mann, der vielleicht im Suff sitzt oder so, im Porsche Cayenne oder was Ja, weiß ich. ist immer noch das Gleiche. Und das hat auch so nette Illustrationen. Ja, also die Mode von damals, das ist auch, finde ich, also das wissen viele, glaube ich, auch nicht, dass es tatsächlich in Europa auch so eine Art Kastensystem gegeben hat, das über die Bekleidung abgebildet wurde. Und heute immer noch so denken, also wenn ich jetzt das auf heute beziehe, so, dass immer noch viele Menschen Probleme damit haben, sich abzusetzen mit ihrer eigenen Mode und dann doch lieber das mitmachen. Ach, wie cool. Ja. Ja. Doch lieber das mitmachen, was alle machen, das hat schon auch so einen gewissen Hintergrund. Und dieses ja, Kastensystem, was es hier ja auch gab, was mittlerweile, also wenn wir jetzt so auf, ich sag jetzt mal, Indien oder sowas gucken, so, da gibt es das ja immer noch. Also da wird über die Bekleidung tatsächlich immer noch die Kaste festgestellt und man kann nicht von einer Kaste in die andere springen. Das ist für uns heutzutage in unserer modernen Welt fast unvorstellbar, obwohl es das im Kleinen ja auch immer noch gibt. Also jemand, der kein Geld Ja. hat, läuft nicht mit Louis Vuitton oder Gucci rum. Das ist halt einfach so. Es sei denn, er kriegt es irgendwo geschenkt, aber es ist ja eher selten. Und es wird ja heute auch immer noch so gehandhabt. Das ist uns, glaube ich, gar nicht so wirklich bewusst. Und das ist eigentlich auch schon eine krasse Sache. Also man sagt, ich drücke mich selber mit meiner Mode aus. Gibt es da so viele Sachen heutzutage, aber auch so viel Hintergrundwissen. Und ich glaube, dadurch, dass man sich Wissen aneignet, wird man auch einfach sicherer darin oder bestärkt darin, sich selber ausdrücken zu dürfen mit dem, was man selber möchte und dass das okay ist, dass es so viele Facetten davon gibt und wenn man sich mit solchen Sachen beschäftigt, gibt einem das so einen ganz anderen Blick oder eine ganz andere Sichtweise auf ganz viele Dinge. Ja, sehr guter Punkt, Sven. Ja, würde ich auch sagen. Also, dass man diesen ganzen Ballast irgendwie so mit sich rumschleppt und den aber eigentlich gar nicht hinterfragt. Der ist halt einfach da, wenn man
eben in dieser Gesellschaft aufgewachsen ist. Und wenn man sich da mal die Hintergründe anguckt, wo das herkommt, das ist schon ziemlich spannend. Ich finde in der Hinsicht auch immer diese älteren Nähbücher aus den 50ern und 60ern Jahren für die Hobbyschneiderin sehr interessant, weil da meistens so eine ganze Modeberatung mit dabei ist und vor allem auch so eine Beratung, was ziehe ich wann und wo an, um nicht unangenehm aufzugefallen. Also da merkt man auch, wie weit wir gekommen sind, weil dann da irgendwie so, ich weiß noch, so Sprüche sind, was die berufstätige Frau anziehen darf und was nicht und dass man irgendwie gucken muss, wenn man irgendwo in einem Ort ist, wie das da so üblich ist und nach dem Motto, ich erinnere mich an so einen Satz, wenn in dem Ort, wo man wohnt, die Frau des Doktors oder des Pfarrers ohne Hut und Handschuhe auf die Straße gehen, dann sollte man auch nicht Hut und Handschuhe tragen, weil das steht einem dann ja sozusagen nicht zu. Aber wenn sie Hut und Handschuhe tragen, muss man das auch machen, weil sonst ist das nicht richtig. Also wirklich so Regeln, die, von denen wir ja jetzt wirklich sehr weit entfernt sind mittlerweile, Gott sei Dank. Aber denken wir. Ja, also im Unterricht. Aber so ganz frei sind wir ja trotzdem nicht. Ja, meistens. Also ich sag immer, bei uns in jedem Workshop heult einer, weil dieses Loslassen so groß ist. Also einfach diesen Zwang, das so und so machen zu müssen und so das haben zu müssen, obwohl er das vielleicht gar nicht will. Und wenn einem das, in dem Moment, wo einem das bewusst wird, ist man einfach so, da fällt so viel von einem ab. Und das ist gar nicht, weil wir sind so böse. Aber das ist tatsächlich, und das ist tatsächlich bis jetzt jedes Mal so gewesen, in jedem Workshop heult einer. Weil das einfach so dieses Begreifen von, oh mein Gott, was prasselt da alles auf mich ein? Und jetzt kann ich das einfach mal so, oh Gott, ich mache jetzt einfach das, was ich will. Das ist so befreiend. Und das ist immer noch in unseren Köpfen. So, ich hatte ja zum Beispiel ganz, ich schweife jetzt ein bisschen ab, aber ich hatte ja zum Beispiel ganz viele Jahre, ich glaube 12, 13 Jahre lang hatte ich Dreads, richtig lange Dreads. Ich habe sie jetzt nicht mehr, weil ich Nackenschmerzen davon bekommen habe. Ansonsten hätte ich sie immer noch. Aber allein schon durch solche äußeren Merkmale gibt es direkt Menschen, die mit dir sprechen und die nicht mit dir sprechen. Es gibt direkt Menschen, die denken, du bist asozial, dumm und hast nichts auf dem Kasten. Es gibt Menschen, da siehst du richtig die Verwunderung im Gesicht, wenn ich dann loslege und über irgendwelche Themen spreche oder so. Die denken sich so, das ist gar keine Drogenabhängige, die irgendwo auf der Straße lebt. Ja. Krass. Oder die gucken dich komisch an. Und es gibt auch die ganz andere Fraktion, die sagt so, oh Gott, ja, der macht endlich mal jemand, was er will. Finde ich total super. Super. Es gibt sogar Leute, die haben meine Kurse nicht gekauft, weil ich diese Frisur hatte. Die denken, ich habe halt deswegen oder bin deswegen nicht auf Zack oder weiß nicht, was ich mache oder sowas. Da gibt es so, so viele voreingenommene Meinungen über Dinge und auch über Bekleidung. Also wenn ich meine Tochter jetzt höre, die ist 12, was die schon so von den sozialen Medien, man kann sie ja heutzutage nicht da wirklich davon abhalten, für Meinungen vorgelebt bekommt, wenn die dann irgendetwas sieht auf der Straße und so, man kann man das denn, bla 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 bla, also das ist doch so und so und so, das ist schon einfach krass und das ist einfach immer noch so präsent in unseren Köpfen und es ist wirklich eine krass, auch wenn ich sehe, ich weiß, viele Leute sind keine Facebook-Fans, weil einfach in den Gruppen teilweise oder auch sowieso da so ein fieser Ton herrscht, da kommt denn jemand und ist mega glücklich und happy über irgendwas, was er hergestellt hat und freut sich, dass es ihm gefällt und so und da kommen gleich die Nähzicken, ich nenne sie jetzt mal so und dann, nee und das hast du aber falsch gemacht, das steht dir überhaupt nicht und wie kannst du das nur anziehen und sowas, finde ich einfach richtig, richtig krass und das war dann bestimmt auch das letzte Mal, dass so eine Person was gezeigt hat. Ja. Ja. Also im Hintergrund auf das finde ich, also mich interessieren diese Bücher total. Ich werde sie mir auch bestimmt bestellen. Ich werde dir mal Feedback dazu geben und würde ich dann auch super gerne, vielleicht können wir irgendwie was zusammen machen mit so einer Lesung oder was. Ja. Das wäre total cool. Ja, zu Weihnachten ist sowas natürlich immer besonders schön. Ist nochmal so ein bisschen Hintergrund. Alle sind zu Weihnachten zu Hause. Vielleicht hat dann doch der ein oder andere mal Lust, ein Buch zu lesen. Richtig, richtig cool. Jetzt freue ich mich noch mehr darüber, dass du mitmachst beim Sovent und bin auch schon ganz gespannt über deinen Input an den beiden Tagen und sowas und denke, ich werde da auch viel von mitnehmen können. Okay. Konstanze, ich werde hier unter dem Video nochmal auf deine Seite verlinken und auch zu deinem Newsletter, dass die Leute sich anmelden können. Und dann vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das war ein tolles Interview mit dir. War allein schon beim Interview total bereichernd und habe ich viel für heute mitgenommen, wo ich bestimmt noch lange drüber nachdenken werde. Und dann sehen wir uns beim Sovent, im Sovent. Ich bin mit dabei und habe bestimmt auch die eine oder andere Frage. Okay, na dann hoffe ich mal, dass ich die beantworten kann. Schließlich bist du gelernte Expertin und ich bin ja sozusagen nur Hobbybereich. Die Ausbildung war nicht so doll.
Okay. Ich habe das auch eher hinterher in Eigenarbeit und mit meinem Chef zu tun. Ich hatte einen sehr, sehr tollen Chef. Also da war wirklich 90% von Input und auch hinterher dieses ganze Erarbeiten von dem, was ich so mache und so. Da war die Ausbildung. Ich wurde ja hinterher, ich darf also, ich wurde ja hinterher sogar eingeladen. Also nach Jahren haben sie dann endlich die Frau rausgeschmissen, die uns da alle so transaliert hat. Das war ganz furchtbar. Und wurde dann gefragt, ob ich nicht doch wieder auch ausbilden wollen würde oder vielleicht eventuell sogar Dozentin sein möchte. Dann gesagt, nein, wisst ihr, nein. Aber wer weiß, vielleicht später, wenn ich ganz viel Zeit und Lust habe und das doch nochmal weitergeben möchte. Aber das ist natürlich dann auch schade, das sozusagen. So, damit schließen wir das Thema jetzt. Konstanze, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und freue mich auf dich. Und ich bin schon ganz gespannt, was auch bei den anderen für Aha-Effekte sind. Da gibt es bestimmt einige, die da sagen, jetzt habe ich das endlich mal verstanden. Okay. Ich bin auch gespannt. Also, Bis dann, tschüss. tschüss.